Träume sind in den meisten Fällen schon etwas schön und manche von ihnen können sogar so schön und intensiv sein, dass es bis zum Samenerguss kommt. Wie es zu einem feuchten Traum kommt, ob ihr ihn unterdrücken könnt und was er über eure Gesundheit aussagt, das erfahrt ihr jetzt. Der allererste Samenerguss, könnt ihr euch noch daran erinnern? Die meisten wahrscheinlich nicht, aber vielleicht an den Moment danach, beziehungsweise eher an den Morgen danach, als ihr mit verklebter Boxershorts aufgewacht seid. Aber nicht nur in der Pubertät kann es zu Ejakulationen während des Schlafes kommen. 80% der Männer berichten darüber, dass das ihnen auch schon mal passiert ist. Aber wie kommt es überhaupt dazu? Von einem feuchten Traum spricht man, wenn es während des Schlafes zu einem unwillkürlichen Samenerguss kommt. In der Sexualmedizin nennt man das Pollution und das bedeutet ungefähr so viel wie beflecken oder beschmutzen. Das Ganze stammt noch aus der Zeit, als das Ejakulat als noch etwas Unreines galt. Heute wird höchstens die Bettwäsche oder eure Boxershorts beschmutzt. Da das Ganze natürlich überhaupt nichts Schmutziges, Verwerfliches oder Ekliges ist, sind andere Begriffe passender. Zum Beispiel Nasstraum, Schlaforgasmus oder halt der feuchte Traum. Die ersten feuchten Träume wirst du wahrscheinlich ungefähr im Alter zwischen 9 und 14 Jahren bekommen, denn da steigt in der Pubertät der Testosteronspiegel. Das führt dazu, dass eure Hoden wachsen und vermehrt Spermien produzieren. Außerdem wachsen noch Organe wie eure Prostata und die Samenblasen, die auch eine wichtige Funktion für die Ejakulation haben. Jetzt ist also der Körper bereit für den ersten Samenerguss und bei vielen passiert das Ganze unwillkürlich nachts. Ganz genau in den sogenannten REM-Phasen. Das sind intensive Schlafphasen, wo euer Gehirn auf Hochtouren arbeitet und gerade emotionale Bereiche angesprochen werden. Und das kann auch zu erotischen Träumen führen. In dieser REM-Schlafphase habt ihr übrigens auch Erektionen. Das Ganze dient dem Training und oft hat man aber bei feuchten Träumen auch einen Samenerguss ohne Erektion. Ähnlich wie beim Orgasmus am Tag reagiert übrigens auch euer Körper in der Nacht. Und zwar wird eure Atmung schneller und euer Puls geht hoch. Das Ganze muss übrigens nicht nur nachts passieren, sondern kann auch beim Mittagsschlaf der Fall sein. Fun Fact, dabei muss es sich auch gar nicht um einen erotischen Traum handeln. Es kann entweder ein normaler Traum sein, es kann sein, dass ihr euch an den Traum nicht erinnert, es kann sein, dass es gar kein Traum ist oder es kann auch ein erotischer Traum sein. Warum es zu den feuchten Träumen kommt, ist noch nicht ganz geklärt, aber es gibt verschiedene Theorien. Erstens die Samenstautheorie. Pro Sekunde produziert der Körper 1500 Spermien. Diese müssen natürlich, wenn sie nicht alle rausgeschossen werden, irgendwie abgebaut werden. Das macht der Körper im Prinzip im Hoden ganz von alleine. Aber es kann auch sein, dass sich da schon mal ein kleiner Stau bildet und das nicht automatisch geschieht und das muss dann raus. In der Pubertät ist es so, dass meistens der Körper schon bereit ist und Spermien produziert und ihr noch gar nicht über Sexualität, Masturbation oder sonst was nachdenkt und deswegen kommt es am Anfang der Pubertät häufiger zu feuchten Träumen. Eine zweite Theorie besagt, dass die im Hoden gelagerten Spermien mit der Zeit an Qualität verlieren und deswegen regelmäßig entsorgt werden sollten. Auch wenn so ein feuchter Traum überhaupt nichts Schlimmes ist, finden es manche unangenehm. Daher kommt oft die Frage auf, kann man das eigentlich verhindern? Leider nein, aber es gibt einen Lichtblick. Und zwar im steigenden Alter werden nächtliche Samenergüsse immer weniger. Das Ganze liegt daran, dass sich der Hormonhaushalt stabilisiert. Aber man kann durch bestimmte Faktoren versuchen, das Ganze zu minimieren. Glauben wir den zwei Theorien von eben, dann ist es natürlich so, dass wenn man regelmäßig Orgasmen über den Tag hat, dass die nächtlichen Orgasmen und Samenergüsse weniger werden. Außerdem kann man versuchen, auf dem Rücken zu schlafen, denn wenn man auf dem Bauch schläft, reibt der Penis an der Matratze und das Ganze kann feuchte Träume begünstigen. Außerdem hat man herausgefunden, dass häufig Stress dazu führt, dass man mehr feuchte Träume hat. Also macht am Abend Sachen, die euch entspannen. Sport, Entspannungsübungen, einen Tee trinken, irgendwas zum Runterkommen halt. Übrigens, natürlich haben auch weibliche Personen einen Schlaforgasmus, nur der fällt meistens nicht so doll auf, weil es nicht zum Samenerguss kommt. Das
Das Ganze ist also völlig normal. Egal wie alt ihr seid, egal wie oft es vorkommt. Nur wenn ihr gar keinen Samenerguss hattet, noch nie, dann würde ich das Ganze einmal abklären lassen. Ich kann das völlig verstehen, dass das Ganze einem schon mal peinlich sein kann, wenn morgens die Bettwäsche etwas versaut ist. Aber ihr braucht euch überhaupt nicht dafür zu schämen. Das Ganze ist ein völlig natürlicher Vorgang. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema habt, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an das Team der DAK Gesundheit. Und natürlich gilt, weitere spannende Themen von Sheila und mir gibt es auf TikTok bei Dr. Sex. Und lasst natürlich hier gerne ein Abo da.